Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind aktuell gerade dabei, uns im Gerudo-Tal, oder eher gesagt Gerudo-Fluss, wie das hier aktuell sich darstellt, umzuschauen. Und haben mal wieder eine Höhle gefunden und ja, schauen uns in dieser doch mal munter um, was wir hier so entdecken. Es geht offensichtlich hoch hinaus. Okay, ja, wir gehen auch hoch hinaus, wenn ich das hier sehe. Es liegt alles dafür da, um hoch hinaus zu gehen. Vorher aber erst noch Loot sammeln. Ups. Ach, so ein schönes Spiel. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Aber es ist einfach. Es ist auch einfach gut. Okay, dann machen wir uns gleich einen schönen Fesselballon, ne? Und dann fahren wir hinauf. Oh, oh, ich habe die Holzplatte kaputt gemacht. Ach, zum Glück haben wir dann noch eine. Okay, das wäre jetzt blöd gelaufen. So, ja damit. Pack die mal so dahin. Eine reicht, glaube ich, auch wirklich. Mehr brauchen wir nicht. Dann war irgendwo dieses Feuerding. Da. Okay, warte, wir machen das doch anders, weil mir das zu gefährlich wird. Wir machen mal eben so. Und dann klötern wir dich ganz dicht da dran. Dann nehmen wir dich. Und da machen wir dann das drauf. Und da packen wir dann ganz oben... Ups. Dich drauf. Und theoretisch müssen wir da nichts lenken. Das müsste so funktionieren, wenn ich das jetzt einfach hier so hinstelle. Müssten wir da oben ankommen. Nee, bitte nimm mal was Kleines. Los geht's. Zum Glück haben wir inzwischen so viel Batteriepower, ne? Will ich sagen. Das lassen wir, ignorieren wir erstmal noch, bis wir oben sind, weil ich wissen will, was hier noch ist. Oh, guck mal, da ist das Vieh. Ist hier sonst noch irgendwas gleich da oben? Eben erstmal checken. Tschüss. Eben kurz gucken. Hier chillt auf jeden Fall ein Typ rum. Wie ein Schrein oder sowas hier oben? Nichts? Nee. Bitte hilf mir! Oh. Verzeihung, könntest du mir helfen? Ich bin gemeinsam mit Freunden gereist, doch ich habe nicht aufgepasst und sie aus den Augen verloren. Ich habe sie überall gesucht, aber dann wurde es Nacht. Mein Lagerfeuer hat mich knapp vor dem Erfrieren gerettet, aber die Kälte sitzt mir noch immer so sehr in den Knochen, dass ich mich kaum bewegen kann. Das war alles ganz schön unvorsichtig von mir. Ich wünschte, ich hätte eine Chili, dann könnte ich etwas kochen, das mich wieder richtig aufwärmen würde. Ja, nimm doch hier, bitteschön. Ich hab genug von den Dingern. Oh, das ist aber nett von dir. Wirklich herzerwärmend. Da brauche ich die Chili ja fast nicht mehr. Aber nur fast. Ich werde sofort mit dem Kochen loslegen. Danke nochmal. Immer gerne. Gönn dir, ne? Na? Dank dir bin ich endlich wieder auf Beinen. Was das Reisen angeht, bin ich nicht unerfahren. Doch dieses Mal war ich wohl etwas unvorsichtig. Jetzt sollte ich unbedingt zu meinen Freunden gehen. Ich brech gleich auf. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich schulde dir einen großen Gefallen und das werde ich niemals vergessen. Waren das 3 oder 4 Leute? Getrennt im Gerudo-Tal. Es könnte sein, nämlich, dass das jetzt alle waren. Guck mal, da drüben wäre eine Chili gewesen. Er hätte nur aufstehen müssen und 3 Meter gehen, ne? Ohne Spaß, da wäre eine gewesen. Also, nee, ich bin verloren. Ich kann von meiner Sitzposition aus die Chili sehen, aber nee, viel zu weit weg, Bruder. Da müsste ich ja selber laufen. Das geht natürlich nicht. Nee, er hat auch ein Bein und so, ist auch nicht mehr der Jüngste. Nur gerade mal gucken, ob hier irgendwo irgendwie irgendwas Tempelartiges ist. Oh, da ist der Turm, um den es geht. Also hier oben ist gar nicht mal so blöd. Ich würde jetzt trotzdem nochmal wieder runtergehen. Zum einen, weil da nochmal so ein Vieh war, das ich gerne einsammeln wollen würde. Wir können ja wieder hochkommen.
Boing, direkt ins Gesicht rein. Entschuldigung, aber ich brauche dieses Ding. Es tut mir wirklich leid. Tschüss. Es klingt auch so, als hättest du ein Glöckchen um, oder? Ist mega süß. Ist mega süß. Jo, 19 Stück. 19 Stück schon. Dann fliegen wir gleich wieder hoch. Dann können wir uns nämlich von dort aus in Richtung des wunderschönen Turmes aufmachen. So, da ist noch ein. Dankeschön. Mehr gab's nicht, ne? Hier ist noch was. Okay. Nee, warte, das Feuer ist schlecht. Nimmst du lieber das da. Justieren wir nochmal aus, den Apparat. Das war echt nicht schlecht. Und direkt nochmal. Komm, hol los. Eine Ballonfahrt, die ist lustig. Eine Ballonfahrt, die ist schön. Ist das cool oder ist das cool? Das ist einfach cool. Wir fliegen jetzt mal so hoch wie geht. Vielleicht haben wir von dort aus sogar noch eine bessere Position, um in Richtung des Turms zu kommen. Und Absprung. Guck mal, wir müssen eigentlich nur diese Dinger hoch. Das sollte aber mit unserer lustigen Fähigkeit ja problemlos funktionieren. Ah, hier gibt es auch einen Aufweg. Guck mal, da kommen wir auch hoch. Wir kommen da schon hoch. Das sollte nicht das Thema sein. Da, guck mal. Easy. Mega gut. Und dann auf zum nächsten Turm. Müssen wir jetzt eher so da hoch? Ja. Flup, 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 flup. Dann hier hoch. Flup, 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 flup. So, dann gehen wir erstmal da lang. Wobei, wo geht's denn hier lang? Ich bin ein bisschen neugierig, ne? Okay, hier geht's nirgendwo hin. Gut, dann gehen wir erstmal da lang. Da vorne sehe ich auch schon wieder eine große Höhle. Ach, das ist einfach... Kannst keine 3 Meter gehen, ey. Oh, was ist da denn schon wieder? Ein großer Wasserschlund. Da möchte ich rein. Gucken, was da ist. Einfach geil. So, gehen wir hier unten durch. Hier mit unserer tollen Fähigkeit. Ups. Ja, moin. Ihr braucht euch gar nicht einbuddeln, Leute. Hm? Hörst du auf, hier Feuer zu machen, Bruder? He's dead. Okay, die haben es hinter sich. Wir gehen weiter. Der Turm, meine Lieben, nähert sich immer mehr und mehr. Wir können da, glaube ich, klettern oder wir gehen da seitlich hoch. Da war wieder so ein Aufgang-Ding und da vorne ist eh noch irgendwas, was man mal angucken kann. Sieht aus wie ein Fahrstuhl oder sowas. Oh, ein Tumbleweed. Die gab es früher, glaube ich, gar nicht, ne? Die sind komplett neu. Ich dachte erst, das wären so Eier, die diese Exalfos legen, aber nee. Kann ich diese Kiste transportieren? Ja. Oh, die wirkt aber schwer. Okay, pass auf. Ich habe da so ein Gefühl. Ich nehme jetzt mal diese super schwere Kiste, packe die auf das eine Ding drauf. Ich glaube, dann wird die nämlich das so krass beschweren, dass das andere hochgefahren kommt. Ja, guck. Und da ist bestimmt ein Schatz oder sowas. Holy shit. Oh oh. Komm mal nicht so nah ran. Danke. Uah. Ups, Entschuldigung. Wie oft ich den schon weggeballert habe. Okay, war witzig. Er wird doch bestimmt irgendwie, könnte ich mir sogar vorstellen, dass hier in der Wüste das zum Thema wird irgendwie. Mit Gewichten rumhantieren oder so. Das ist nämlich schon wieder so ein Rätsel. Guck mal da. Zum Aufzug. Mal sehen. Gehst du mal durch da bitte? Ja, ja. Einfach hoch. Einfach rein. Schwuppdiwupp.
Aber eine Kiste drauf. Oh, Leute, ey. Ja. Wir hören ihn schon wieder. Jetzt gehen wir erstmal da lang. Guck mal, was ich da sehe. Was sehe ich denn da? Ja. Ein weiterer Kirschbaum. Aber bevor wir uns jetzt um den Kirschbaum kümmern, gehen wir jetzt erstmal da hoch. Wie komme ich denn da am besten hin? Klettern. Hier können wir ruhig klettern. Ich hörte schon so Dorfmusik. Ist auch gehört da. Was ist das denn hier? Üha! Hallo? Ja. So sieht man sich wieder. Guten Morgen. Der Kartografieturm hier funktioniert nicht, weißt du? Ich bin hier, um ihn zu reparieren. Ah. Aber der Aufzug ist auch kaputt, also komme ich nicht nach oben. Das ist ja kein Thema, warte. Das kriegen wir hin. Siehst du dieses Metallteil da oben an der Kette? Daran war mal eine Plattform befestigt, so wie auf der anderen Seite hier. So konnte man sein Gewicht dann ausbalancieren. Aber leider ist die Plattform abgerissen und der ganze Mechanismus ist im Eimer. Klappt nicht mal mehr. Mit gutem Willen. So kann ich den Turm nicht reparieren, außer du kennst eine andere Möglichkeit, da oben raufzukommen. Du, ich mach dir das Ding einfach wieder heile. Oh, ich glaube, mir ist warm. Warte mal kurz. Ist das hier... Guck mal hier. Ausrüsten, ausrüsten. Nee, es ist Kälteschutz. Ablegen, ablegen. Habe ich Hitzeschutz irgendwo? Hitze, Feuerangriff. Okay, nee, aber ich habe keinen Hitzeschutz. Wenn ich alles ausziehe, wie geht's mir dann? Okay, wir sind zwar echt hübsch aus, aber uns ist ein bisschen warm. So, wie sieht's mit Gerichten aus? Ich habe mir doch da so ein paar Sachen... Hitzeschutz, 4 Minuten. Oh, so geht's mir doch gleich viel besser. So, Link, wie sieht's aus? Oh, da ist was runtergeklötert. Cool. Zeitumkehr, bitte. Woo! Will nur gerade mal gucken, wo es das hinführt. Schon weit hoch, aber hier scheint keine Insel zu sein oder so. Es dient wohl wirklich nur als Fahrstuhl. Oh oh. Links, geh wieder runter! Und dann landen wir gleich direkt da oben. So, da sind wir auch schon am Turm. Okay, wir müssen den Kumpel da irgendwie ran organisieren. Nee, nicht Zeitumkehr. Das hier brauchen wir. Dafür nehmen wir dieses Ding. Wie sah denn das alte aus? Okay, da war so ein Kettending dran. Das wird natürlich jetzt hier nichts, weil keine Ketten mehr da sind. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Aber ist ja kein Thema. Dann machen wir einfach so. Pass auf, so. Und dann machen wir... Hier so ein Eckpfeiler dran. Link, Eckpfeiler bitte. Ja, so mittelprächtig, ne? Und dann machst du hier nochmal einen Eckpfeiler dran, ne? Und dann machen wir da nochmal so einen Eckpfeiler dran, ne? So. Komm mal ruhig näher ran, den Apparat. So, komm mal da. Und jetzt machen wir dann Deckel drauf. Mal sehen, ob das hält, ne? Und jetzt würde ich das einfach da ranklötern.
Perfekt, und jetzt muss er ja nur noch ein bisschen Gewicht rein, das ist ja kein Thema. Und dafür haben wir ja Metallkisten hier, ne? So. Eine Metallkiste. Und eine zweite Metallkiste. Oh, oh, warte, warte, ich habe noch mehr. Moment. Da. Da ist er, der Kollege. Na? Zufrieden? Ich gucke mal, oder? Bist du der, der den Aufzug in Ordnung gebracht hat? Saubere Leistung. Ey, ich fange da mal gleich an, den Kartografieturm zu reparieren. Ich bitte doch, ich bitte darum, ne? Würde mich sehr abholen. Ah, die Hitze war anscheinend zu viel für den Mechanismus. Ich tausche ihn gegen einen hitzebeständigeren aus. Ha, es funktioniert. Dank dir habe ich den Kartografieturm reparieren können. Das ist für deine Hilfe. Kühlungsdampfpilze. Wenn du in die Wüste willst, dann brauchst du unbedingt etwas, das dich vor der Hitze dort beschützt, weißt du? Wenn du keine Möglichkeit hast, der Hitze zu entgehen, dann hilft vielleicht etwas kühlender Proviant. Wo ist seine Kleidung? Okay, er hat's bemerkt. Du bist mir zu warm hier, deswegen laufe ich nackt rum. Ist doch kein Thema. Das ist sein Problem. Lass mich doch einfach mal machen hier. Und Leute, bereit? Let's go. Schießen wir uns wieder in den Himmel. Let's go. Hatten wir schon lange nicht mehr. Hui! Ab geht's. Da sehe ich, glaube ich, so einen Drachen rumfliegen, ja. Nicht viele Himmelsinseln. Das eine große, aber sonst nicht so viel los hier oben. Aber ordentliches Ding. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Und der Himmel. Ihr seht, da ist nicht so viel. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Ein so ein Labyrinth-Ding und da hier diese kleine Seiteninsel, die da noch ist. Mehr ist das nicht. Vielleicht erreichen wir die sogar jetzt. Muss man eben gerade gucken, wenn ich noch rausfinde, wo die war. Da. Guck mal eben. So, jetzt passt auf. Oh. Ich wollte eigentlich jetzt meine Aero-Klamotten anziehen, aber bevor ich das hingekriegt habe, war es schon zu spät. Sonst noch irgendwas zu sehen hier? Nicht so wirklich, ne? Hier erstmal dahin. Sieht aus, als könnte man sich da wegkatapultieren oder so. Ja, ist irgendein Fliegeding, aber wohin? Hier ist so ein Gleiterteil. Hier wird einfach losgeglitten. Moin, ich tue euch doch nichts. Alles gut. Oh. Na dann. Da würde ich doch jetzt aus Neugier und Interesse das Ding auf den Boden schmeißen. Das dann damit verbinden. Und dann gleich einen Ausflug machen, um zu gucken, ob wir vielleicht so den letzten Turm noch finden. Kann ich den vielleicht von hier aus auch schon irgendwo sehen? Muss ja irgendwo in die andere Richtung. Wenn wir nochmal nach unten gucken. Also irgendwo hier muss ja noch ein Turm sein, in diese Richtung hier. Und dann können wir da ja mal gucken, ob wir, was habe ich denn da hingemacht? War das einfach mal eine random Markierung, dass wir da hinlaufen wollten, oder habe ich da wirklich was gesehen? Weiß ich nicht mehr. Hier habe ich ja angeblich noch eine Höhle oder sowas gefunden. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal hier so grob in diese Richtung eine Markierung hin. Ruhig wieder rot. Rot ist immer ganz gut, da weiß man, da musst du jetzt als nächstes mal hingehen, Fuchs. Und dann schauen wir mal. Hatte ich eigentlich diese eine Glyphe noch gefunden? Ich glaube nicht, ne? Doch, diese Glyphe habe ich, aber ich glaube, hier war noch eine Glyphe. Ich erinnere mich an Xojiron, der hier die Dinge rausgehauen hat und ich glaube, da war noch eine. Naja, okay. Meine Lieben, ihr hört ihn nicht, aber ich höre ihn. Der Hanna hat gerade gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen, muggeligen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten und ansonsten
sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.